Gruß, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, ich bin im Weltraumrausch, vor allem im Erkundungs- bzw. Forschungsrausch. Ach, macht das hier Spaß. Es ist schon echt ein cooles Feature, wenn man hier Planeten erkunden kann, untersuchen kann, teilweise auch landen kann und dort, neue Informationen bzw. Ressourcen erschließen kann. Das ist natürlich, was ist denn das da? Phönix. Ja, ich möchte einfach mal dahin. Patashi. Tuntau. Südsalto, okay. Vibinok ist eine kleine terrestrische Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die gefrorene Oberfläche besteht hauptsächlich aus kohlenstoffhaltigen Materialien, Wasser und Silikaten mit geringer Dichte. Zudem wurden seltene, aber konzentrierte Vorkommen von Leichtmetallen als Folge von Asteroideneinschlägen gefunden. Eine der Hemisphären von Vibinok oder Vibinok ist bedeckt von Oberflächenvorkommen und oxidiertem Kupfer. Vor etwa 270 Jahren wurde ein turianischer Gasmassentransporter von Piraten im Phönix-System angegriffen. Das beschädigte Schiff legte eine harte Notlandung auf Vibinok hin. Durch die Hitze dieser Notlandung schmolzen große Mengen an der Eisoberfläche und aus den aufgerissenen Schiffscontainern ergoss sich flüssiger Sauerstoff. Bevor die Substanz sich verflüchtigen konnte, verursachte sie eine Reaktion, die zu der weit verbreiteten Rostbildung führte. Orbitalperiode 94,5 Erdjahre, Radius 3379 Kilometer, Tageslänge 68,3 Erdstunden, Atmosphärendruck 0,27 atm, Oberflächentemperatur minus 154 Grad Celsius und Oberflächenschwerkraft 0,28 g. Erkunden. Leichtmetallvorkommen entdeckt, mittels Orbitscans haben sie ein Vorkommen von Kobalt entdeckt. Geile Scheiße. Okay, haben wir das auf jeden Fall. Kommen wir zu Südsalto, da gibt es bestimmt Salz. Südsalto ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasriese. Der Planet verfügt über keine bemerkenswerten Charakteristika. Orbitalperiode 36 Erdjahre, Radius 56.621 Kilometer, Tageslänge 13,6 Erdstunden. Uninteressant. Patashi? Patashi ist eine sonnenbestrahlte terrestrische Welt, deren Atmosphäre vor Jahrtausenden von dem Stern Phönix davongefegt wurde. Die hauptsächlich aus Eisen- und Zinnvorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Aufgrund der relativ geringen Dichte befindet sich Patashi in gebundener Rotation zu dem Stern Phönix. Auf der Sonnenseite befinden sich ganze Meere geschmolzenen Leichtmetalls. Orbitalperiode 0,3 Erdjahre, Radius 7082 Kilometer, Tageslänge 0,3 Erdstunden, Atmosphärendruck 0,0 atm, Oberflächentemperatur 546 Grad Celsius, Oberflächenschwerkraft 0,75 g. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein Vorkommen von Samarium entdeckt. Whatever. Haben wir das erforscht? Tuntau? Tuntau ist ein riesiger terrestrischer Planet mit geringer Dichte, aber einer der dichten Atmosphäre aus Methan und Helium. Obwohl er fast 20 AE war, ich hab's schon wieder vergessen, von Phönix entfernt ist. Es war irgendeine Einheit, ich weiß es aber nicht mehr. Herrschen bedingt durch die große Hitze des Sterns und die dämpfende Dicke der Atmosphäre auf der Oberfläche von Tuntau überraschend moderate Temperaturen. Die Oberflächenkruste besteht maßgeblich aus Natrium- und Siliziumdioxiden sowie Vorkommen und Leichtmetallen. Tuntau ist zwar nicht bewohnbar, aber aufgrund der relativ freundlichen Oberflächenbedingungen ist der Planet für Schiffe, die durch den Argus-Ruhr-Cluster reisen, ein beliebter Ort, um den Schiffsantrieb zu entladen. Orbitalperiode 63,8 Erdjahre, Radius 11.867 Kilometer, Tageslänge 69,7 Erdstunden, Atmosphärendruck 3,12 atm, Oberflächentemperatur 21 Grad Celsius, ist vollkommen in Ordnung, Oberflächenschwerkraft 1,1 kg. Da lande ich mal. Oh, ich bin hier so im Forscherwahn. Ich nehme dich mal mit und ich nehme dich mal mit. Wobei... Ja, doch. Der bolzt aber auch heftig auf, ne? Theoretisch könnte ich ja dann einfach hier so... Fähigkeit, warte mal, Squad. Achso, Erste Hilfe, regeneriert die Gesundheit aller verwundeten Squad-Mitglieder durch Verabreichung von Medigel. Ja, wie geil ist das denn?
Dich kann ich ja auch noch kurz ausrüsten, ne? Da war da was. Im letzten Part hatte ich ja... Nee, Schwachsinn. Hier. Tali, genau. Ich glaube, dafür hatte ich gar nichts, ne? Nee. Da hatte ich wirklich nichts. Du killst von mir aus das. Komm, kriegst du das Physiklimit. Limit. So, ausrüsten. Wobei, ich werde das hier an, das andere Mal. Ja, doch, nee, das andere behalte ich. Alles gut. Okay! Was ist hier los? Schauen wir uns erstmal die Karte an. Was haben wir denn hier so Schönes? Verborgenes Gebäude, das klingt sehr interessant. Anomalie und Trümmer. Ich fahre erstmal zu den Trümmern. Schauen wir hier so ein bisschen hier Tuntau an. Ja, ganz cool hier. Interessant. Es ist halt wunderbar eben, nicht wie auf dem Planeten im letzten Part. Den Namen schon wieder vergessen. Ist wie mit Geburtstagen. Das ist echt noch angenehm hier zu fahren, wirklich. Dann schauen wir mal, was ist denn hier so Schönes in den Trümmern verborgen? Ich hätte auch nichts gegen ein bisschen Feindkontakt. Aha. Gestürzte Sonde. Schauen wir uns das mal an. Alle mal raus! Was habe ich hier? Okay. Ah, jetzt kommt hier die Scheiße mit Handy und so. Immer dann, wenn man nicht gestört werden möchte. Bergen. So. Elektronisch fertig. Ja, das hatte ich schon im letzten Part. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, dann mache ich mal ganz kurz einen Cut, weil ich kurz an mein Telefon bzw. Handy muss. Bis gleich. So, weiter geht's. 50 Minuten telefonieren. Irgendwann reicht's auch. Wir fahren jetzt als erstes zur Anomalie. Und anschließend... Ja, hier konnte ich ja noch nichts machen, weil ich da zu wenig Technikerfahrung hatte. Das ist natürlich bedauerlich. Und nach der Anomalie fahren wir dann zu diesem komischen Gebäude. Bin ich mal sehr gespannt, was sich da so verbirgt. Oh, Wahnsinn. Ja, genau. Aber warte mal, da sehe ich was. Da sehe ich doch was. Da ist ein Vorkommen. Das Ding hat auch null. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding hat teilweise null Bodenhaftung und dann hat es wieder zu krasse Bodenhaftung. Aber solange ich vorankomme, kann es mir auch egal sein. So, was haben wir denn da Schönes? Quecksilbervorkommen. Nehme ich gerne an. Spielen wir ein bisschen Frogger. Oh Gott, so. Wunderbar. Dann haben wir das. Weiter geht's. Ist unser Vorkommen. Haben wir für uns erschlossen. Für die Allianz. Nicht für die Horde, nur für die Allianz. Boah. Da bin ich echt mal gespannt, was das mit dieser Anomalie auf sich hat. Das kann ja alles Mögliche sein, ne? Jo. Jo.
Eine Pyramide. Interessant. Interessant. Asari-Kapseln in Ordnung, okay. Schauen wir uns das mal an. Artefakt bergen. Hä? Ne, muss ich nochmal machen. Matriarchen-Schriften gefunden. Sie haben bei der Leiche eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga gefunden. Möglicherweise stammt sie aus der nahegelegenen Ruinen. Dilinaga. Asari-Schriften, ja. Suchen Sie weiter, bis Sie alle verschwundenen Schriften gefunden haben. Interessant. Ups. Ist jetzt noch irgendwie was? Da ist auch noch eine Leiche. Sag mal was. Nicht? Gehst du mir halt aus dem Weg? Okay, dann geht's weiter. Diese Pyramide. Kommt man denn. Kann man denn nichts machen? Das ist eine Treppe, oder? Lässt sich doch bestimmt irgendwie öffnen, irgendwie. Warum sprichst du denn nicht mit mir? Warum spricht keiner hier mit mir? Sprechen alle nicht mit mir. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt zu diesem komischen verborgenes Gebäude. Fahren wir einfach mal dahin. Ich bin sehr gespannt. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich über diese Gebirgskette komme. Ja, doch. Geht eigentlich ganz locker von der Hand hier. Vollkommen in Ordnung. Ist das auch noch was? Warte mal. Muss ich gleich mal kurz rüber schauen. Sind das auch noch fünf Pyramiden? Nee. Komische Texturen. Oh ja. Hier fliegen wir mal runter. Es ist so kahl hier. Wie auch auf den meisten anderen Planeten, ne? Aber trotzdem hat jeder Planet so seine eigene Schönheit. Mehr oder weniger. Ich meine, so der Himmel, der hat schon was. Ah, nein, 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 nein. Ah. Ja, der Himmel hat schon was. So, da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn das für ein Gebäude? Oh, ich glaube, ich sehe da Feinde auf dem Radar. Irgendwas Rotes. Interessant. Okay. Oh, da sind tatsächlich welche. Komm mal zu Papa. Vollkommen wegradiert. Okay. Das waren jetzt Piraten, richtig? Was Neues hier? Ausrüstung? Präzisionsgewehr Hammer haben wir hier bekommen. Alles nehmen. Präzisionsgewehr Hammer hat 103. Was hast du denn hier so? 82, dann nimmst du das.
Und dann machen wir daraus Universalgel. Wir speichern einfach mal zur Sicherheit. So. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, da sind einige Feinde hier. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist das für ein komisches Gebäude? Was sind das? Geht? Piraten? Ich hab... Das eben waren ja auch Piraten, ne? Draußen. Dann müssen das hier wahrscheinlich auch welche sein. Schön die Schrotflinte. Boah, was ist denn hier los? Boah, ach du Scheiße. Komm. Boah, den haben wir richtig zervögelt. Den auch. Boah! Krass! Ach, Kraftstofftank, da sind... Boah, jetzt haben die mich aber gerade ordentlich aus den Socken gehauen. Aber zwei haben wir gerade richtig gut weggeballert. Ich würde ja gerne hoch. Ach, da hinten ist auch einer. Mann! Okay, ich muss taktischer vorgehen. Da ist nicht großartig mit reinstürmen. Die hauen mich richtig gut aus den Latschen. Okay. Achtung! Los, los, los! Los, 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 geht mir hart auf. Was sind denn diese Kraftstofftanks? Oh, okay. Das sah unangenehm aus. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Scharfschütze ist scheiße. Los, los, los! Aua. Oh, shit. Dich konnte ich nicht mehr retten. Stirb, Mann. Sag mal. Die zappeln so krass. Die machen so Bewegungen, die ich einfach schlecht einschätzen kann. So plötzlich, so ruckartig. Das ist ja ein Gefährle jetzt hier. Das müssen wir jetzt hier hinbekommen. Also unterschätzen kann ich die Gegner jetzt nicht mehr. Was haben wir hier noch? Ich habe hier selber ein Scharfschützengewehr. Vielleicht kann ich damit ein bisschen was... Ey, die nerven mich. Los, los, los. Die kriegen null Schaden. Also, warte mal. Los, los, los. Hier, mach den mal hier zack und du machst so. Irgendwie. Genau das meine ich, Die sind plötzlich schnell weg und dann sind sie wieder da. Dieses Ruckartige. Das ist richtig schlimm. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich finde es, dass dieses Kommandieren meiner Squad-Mitglieder über dieses Menü finde ich extrem hakelig. Vor allem, weil meine Squad-Mitglieder jetzt auch nicht so wirklich mit der schönsten und besten Intelligenz ausgestattet sind. Also da muss ich jetzt echt, da kann ich nicht einfach so vorpreschen. Da, Kraftstofftank. Bist du kein Kraftstofftank oder was? Los, los, los! Muss mal jemand verstehen. Hier, komm. Los, los, los! Das ist der Oberhammer! Garrus ist schon down, Mann! Guck
guck doch mal, was er aushält. Krass. Ist aber auch eine schlechte Position hier irgendwie, um zu kämpfen. Ich glaube, ich muss mich da einfach wirklich echt taktisch ein nach dem anderen vorarbeiten. Ich habe auch echt, ich habe mehr so die Forscher in meinem Team jetzt hier gerade mitgenommen als die Kämpfer, habe ich so auch das Gefühl. So, das heißt, ihr bleibt jetzt bitte mal hier. Stellung halten. Du bist bitte mal das da und du bist ja mit dem ausgestattet, richtig? Gut, ja, so stelle ich mir das vor. Wunderbar. Dann speichere ich jetzt hier und dann locke ich die ganzen Spaten jetzt einfach an. Vielleicht können wir auch hier sogar was mit dem Scharfschützengewehr irgendwie einmal umnieten. Das ist doch der Kraftstofftank. Los, los, los. Warum auch immer? Los, los, los. Los, los, los. Ihr sollt... Ich drehe am Rad. Ihr sollt Stellung, Position halten. Beide. Da. So, wo sind die Spaten jetzt? Siehst du da schon jemanden? Die kräuseln da irgendwie alle rum. Jetzt. Was soll ich da machen? Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Levelgebiet, wo ich noch nicht sein sollte. Ach, jetzt bin ich ja wieder raus. Das ist ja der Oberhammer hier. Eben konnte ich da doch ganz gut durchrushen. Jetzt geht das nicht mehr. Da ist jetzt gerade jemand draufgegangen. Gott, mit was ballern die denn? So, der ist weg. Da, den bitte sowas von angreifen. Der ist schlimm. Oh, Tali down, Mann. Ich gehe jetzt hier hoch. Ey, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Die hauen mich sofort aus den Socken und die halten auch aus wie Sau. Habe ich nicht irgendwie andere Waffen oder so? Das ist ja der Oberhammer. Oh. Akku. Achtung! Los, los, los! Los, los, los! Die gehen mir so auf die Eier! Achtung, beschossen! Ja, sag bloß. So. Los, los, los. Da, schon wieder der Typ. Zurück, 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 zurück. So, nochmal kurz neu sammeln. Kommt jetzt auch mal zu mir vielleicht oder zu uns? Los, los, los. Jo, Garus, komplett down. Was ist los mit dem Typen, Mann? Ja! Hey, was soll ich machen? Was soll ich da machen? Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal und wenn das nicht geht, dann Alter, ich renne immer in die falsche Richtung. Dann hole ich mir Verstärkung, beziehungsweise gehe erstmal woanders hin. Das ist ja nicht mal feierlich. Ich will auch erstmal da hoch. Okay. Was auch immer. Da gehen schon die ersten drauf. Kommt mal mit.
da ist auch noch eine Tür. Garo ist schon wieder down. Und hier sind auch noch diverse Sachen. Okay, Tali. Kannst du jetzt bitte einfach mal in Deckung gehen? Die Frau macht mich wahnsinnig. Da, bleib da. Ein Hauf hier. Was machst du denn? Du schießt gegen die Kisten. Ah, oh shit, das war... Okay, der ist aber down. Los, los, los. Tali auch down. Oh, ich könnte heulen, ne? Ich könnte echt heulen. Was die auch aushalten. Ist das krass oder ist das krass? So. Du kannst gern bleiben. Mann! Andere Waffe. So, ich warte mal erstmal, bis ich hier ein bisschen aufgeladen bin. So, jetzt können wir. Oberknüller. Los, los, los! Wie der sich auch wieder auflädt. Jetzt. Oh! Nee, 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 nee. Was, mit was? Was für Waffen haben die da bitte? Nee. Das mache ich nicht mit. Ich schaue, ob ich hier irgendwas Schönes finde. Was haben wir denn hier? Alles nehmen. Vielleicht kann ich damit so ein bisschen meine... Warte mal, okay. Was haben wir denn hier? Das ist halt... Schutzabwehr für so ein Elend. Ich... Dann kriegst du halt das da. Kann das hier weg... Schrotflinte. Nehme ich doch die hier und du kriegst die hier. Versemmel das nicht, Mann. Plus 20% Schaden gegen organische Ziele. Ich glaube, das hätte ich eigentlich ganz gerne. Und zwar, was habe ich hier? Waffenstabilität, scheiß drauf, Präzision. Ach, das hätte ich gerne. So. Was können wir die hier geben? Das. So. Habe ich auch noch was Schönes für dich? Zurück, nein. Irgendwas hier Neues? Gladiator... Habe ich da was Neues bekommen? Schildbatterie, plus 40 Schilde. Plus 11. Ja, ich weiß nicht, was besser. Härtung oder Schilde? Weiß ich nicht. Du kannst aber auf jeden Fall mal was anderes gebrauchen. Du nimmst mal Härtung. Und. Du auch. Können wir das hier als Universalgel? Das andere lasse ich nochmal. So, zurück.
Keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, sinnvoll ist. Granatwerfer. Ja. Warte mal, 120, 100. Nimm die mal. Und kann die hier. Sag mal. Kann die hier weg. So. Ich kann die speichern, das ist richtig geil. Yo. Ey. Dieses Rauszoomen, weil er irgendwo automatisch in Deckung geht, ist auch nicht so ganz nett. Wo ist der Typ jetzt? Das ist jetzt. Der Typ ist jetzt da. Ne, der ist da oben. Ich werde mal schauen, dass ich rausrennen kann und dann versuche ich dort mal zu speichern. Vielleicht, kommen auch meine Kollegen dann automatisch wieder, wenn ich wieder rausgehe und wieder neu reingehe. Muss ich mal gucken. Gucken, ob das klappt. Wenn das jetzt alles resettet wurde. Ah, da sind sie wieder. Das ist natürlich fett. Das ist natürlich sehr nice. Heilt euch euch mal fix. Wehe, das wird jetzt resettet. Nee, okay. Hätte ich aber gemeckert. Okay, jetzt dann hauen wir sie jetzt platt hier. Leute, ab dafür. Los, los, los. Los, los, los. Oh, halt's Maul. Halt es. Hinterher! Lasst euch nicht kiten. Ja. Hau weg, die Scheiße da. Hier, komm, was hast du da? Ja, das wird verbunden. Machen wir das da. Zack. Geh mal drauf. Immer drauf. Los, los, los. Los, los, los. Danke, Tali. Wenn du den jetzt auch nicht getötet hättest, hätte ich dich umgebracht, Mann. Oh, yo. Ich glaube, das hinten ist der letzte. Also. Garus. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber do it. What? Was ist denn das immer? Ich weiß, ich habe keinen Plan, was hier die ganze Zeit explodiert, aber es ist geil. Wir haben es gepackt, Leute, wir haben es gepackt. Oh, Stufenaufstieg auch noch. Schön. Gut, dann ist jetzt hier Lootfest angesagt, oder? Aber warte mal, Squad hier. Was ist denn, zu wenig in Technik, ne? Da war irgendwas. Ich muss ja auch... Kampfpanzerung, ich habe auch wahrscheinlich hier echt. Ja, da kann ich auch. Waffenschaden. Ich muss echt meinen Schaden, glaube ich, erhöhen. Schaden dauert. Warte mal. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich hätte gern das da. Und Einigkeit. Genau, lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit und 40 Schildkraft wieder auferstehen. Nachladezeit 150 Sekunden. Das ist natürlich. Das ist richtig geil. Ja, hätte ich auf jeden Fall gerne. So. Dämpfung freigeschaltet. Radius und Stärke der Überlastung wurden erhöht. Okay. Ausrüstung. Was haben wir hier? Sturmgewehr, Banshee 2, Präzisionsgewehr, Hammer 2. Sturmgewehr. Was hat denn jetzt das? Dann kriegst du das hier. Aber auch nichts. Warte mal. Kann das hier weg? Präzisionsgewehr hatte ich. Ah, okay. 114, 103. Was habe ich? 114. Das ist dasselbe, was ich jetzt auch schon habe. Dann kriegst du das. Und.
So. Und du kriegst... nichts mehr. Das machen wir jetzt... das löschen wir jetzt. Da hatte ich jetzt... warte mal. Eine Abkühlungsreduzierung ist jetzt nicht so, dass... warte mal, das kannst du auch nutzen. Für deinen Präzisionsgefährt. Hä? Er ist doch schon aktiv. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ich bin hier. Ja. Ach, du sprichst jetzt auch wieder mit mir. Okay. Los, los, los. Oder von welchem ich heute Nacht noch träumen. So, ist hier noch mehr? Oha. Spiel über Frogger. Hä? Och. Munitions-Upgrade, Kampfsensor. Alles nehmen. Im hinteren Teil des Safes befinden sich Rüstungsteile, die offensichtlich für einen Kroganer gemacht wurden. Sie scheinen wertlos zu sein. Sie sind rostig und in hunderten Schlachten beschädigt worden. Es muss einen guten Grund geben, warum der Turianer diese Teile so sicher verwahrt hat, denn es befinden sich keine anderen wertvollen Gegenstände hier. Upgrade-Kit. Alles nehmen. Medigel. Alles nehmen. Unten war ja, glaube ich, auch noch eine Tür. Technik-Kit. Alles nehmen. Ich werde auch dann jetzt nichts mehr in Universalgel umwandeln, weil ich kann es ja noch auch für meine anderen Squad-Mitglieder nutzen. Was ich hier gegebenenfalls dann über habe. Okay, dann schaue ich mal unten nach. Es scheint irgendwie so eine Art, weiß nicht, versteckt zu sein oder... weiß ich... Lagerraum. Irgendwie eine Lagerhalle für Diebesgut. Ich habe absolut keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ja, hier war ich ja vorhin schon, ne? Kiste. Sturm. Oh, nochmal mehr Waffen. Die Schriftfertigkeit zu gering. Ich könnte heulen. Bereit, wenn Sie es sind. Kann das nicht irgendjemand machen? Oh, ist. Ich. Da muss ich hier später nochmal hin, ne? Ist das ärgerlich. Jetzt haben wir hier Tagebuch. Familienrüstung. Sie haben eine, bei der Erkundung des Planeten Tuntau eine kroganische Rüstung gefunden, die dem Urtnot-Clan gehört. Sie scheint sehr alt und auch sehr wertvoll zu sein. Okay, dann wird sie wahrscheinlich Rex sehr, sehr darüber freuen. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Noveria, ja, nach Ferus reisen. Ja, es ist. Was ist denn hier noch? Was wollt ihr denn? Ich habe das doch hier alles schon. Wird mir hier noch neu ange... okay, jetzt nicht mehr. Okay, Ausrüstung. Was hatten wir jetzt hier? 160, 160. Dann kriegst du... kriegst du den hier? Warte mal, ich möchte erstmal schauen, was ich hier verwenden kann. Das ist... Hitzeabsorption. Was ist Kampfsensor? Einige Feinde nutzen Störtechnologien, um den Waffenradar zu blockieren. Dieses Upgrade verbessert die Erkennung und lässt solche Gegner sichtbar werden. Interessant. Hitzeabsorption. Das hätte ich ganz gerne. Was habe ich hierfür? Waffenwirkung, Schaden gegen organische Ziele. Ja, ich weiß nicht, was besser ist. Ob 25 Minuten Waffenwirkung oder mehr Schaden gegen organische Ziele. Ich mache jetzt einfach mal Waffenwirkung. Du kriegst dann hier das da und das da. Du kriegst das da und das da. So. Banshee, das ist alles Banshee 2 jetzt hier. Hier noch was für dich? Nein. Waffenwirkung? Ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Wobei, Schwachsinn, warte mal.
Ich hatte hier noch was. Warte mal, Schildbatterie. Was war das jetzt hier? In den Kampf hat eingewandert. Gucken wir uns jetzt mit auf eine kleine Media von der Hauptpost. Okay. Dann hätte ich das gerne. Und, was hast du hier? Genau, du hast. Du bekommst. Das ist in Ordnung. Und das da. Gut, alles andere kann ich jetzt erstmal so lassen. Ja, ich kann leider hier noch nicht hin, weil meine Dechiffrierung, die Fähigkeit leider zu gering ist. Da muss ich ein anderes Mal nochmal hin. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie auch durch meine Squad-Mitglieder machen lassen kann, aber ich glaube nicht. Nee. Schade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus, speichern und machen dann auch einen Cut. Also die Piraten... Ach, oh, ich drücke immer R zum Nachladen. Jedes Mal derselbe Bullshit. Und ja, schleichen uns dann wieder auf die Normandie quasi zurück. Aber wir müssen früher oder später eh nochmal hier wieder hin. Weil teilweise ist unser Technikverständnis zu niedrig oder das Dechiffrierungsverständnis ist zu gering. Das ist... da müssen wir früher oder später leider nochmal hin. Aber dann haben wir wenigstens diese ganze Gegend hier auch zumindest geklärt. Ja, wir machen jetzt auch hier an der Stelle einen Cut. Und ja, beim nächsten Mal werden wir die anderen Systeme und die anderen Planeten erkunden. Ich freue mich schon sehr darauf und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Mass Effect. Also haut rein, bis dann und ciao.